Hallo und willkommen zurück zu meinem Zivi Singleplayer Game. Ja, ich habe mir für diese Folge etwas ganz Außergewöhnliches vorgenommen. Na gut, nicht außergewöhnlich. Ich will Genua einnehmen. So, was wollte ich mit euch nochmal machen? Ich glaube, ihr wolltet da oben hin. So, dann gehe ich mal hier an die Kriegsfront. Gandhi vernachlässigen wir mal minimal gerade, weil Genua wird unser erstes Opfer werden. Nein. Tut mir leid, ich lasse hier aktuell gar keinen rein. Schon mal aus Prinzip nicht mehr. Ja, bei Gandhi tun wir uns ja ein bisschen schwer. Da haben wir noch keine Stadt erobern können. Aber Genua, ich sag euch, die werden fallen. Und dann wird eine kleine Landwelle, eine kleine Landarmee auf Gandhi zurollen. Die wird er auch nicht so leicht aufhalten können. Na komm, gib Gas. Ja klar, ich regeneriere mich um plus 5. Euer Volk ist nicht mehr zu. Ja, ich arbeite doch dran. So, die können da nicht auch mal wieder da runter. Und ihr, würde ich sagen, schießt erstmal eine Runde. Eins. Das ist ein Scherz. Ihr seid Artillerie. Hallo? Drei, das sieht doch schon mal besser aus. So, du ziehst dich gerade mal ein bisschen zurück und heilst dich. Ach, was ist das denn hier? Ein indischer Zerstörer? Na, Moment mal, Leute, ja, so geht das hier aber nicht. So geht das hier aber nicht, mein Bester. Blub, blub, blub. So. Ich glaube, es geht los hier. Wo wollte ich mit euch denn hin? Ach, dahin. So, was haben wir hier? 6 Kohle. Ja, würde ich mal sagen, meins. Könntet ihr schon angreifen? Ja, das könntet ihr. Moment. Moment, hier haben wir noch Artillerie. So. Tja, Geno, ich würde mal sagen, nächste Runde bist du fällig, was? Ich glaube nicht, dass du das überlebst. Lol. Ihr Schweine. Okay, da steckt mein Panzerschiff aber gut weg. Ja, Gandhi, guck mal, was da angerollt kommt. Diese Armee ist Genua nicht gewachsen und du auch nicht, mein Lieber.
Aber ich finde es gut, wie sich unsere Wirtschaft wiederholt hat. Ich meine, Beliebtheit nur noch bei minus 1, das geht. Gold plus 40 jede Runde läuft. Trotz so vieler Armeebewegungen. Gut, Dortmund und Düsseldorf leiden Hunger. Ja, daran arbeiten wir ja. Ja, schon klar, dass er die angreift. Die Kombination des kraftvollen Dampfes mit einem Wagen wird die Situation des Menschen erheblich verändern. Hammergeil. Wir können unsere Straßen zu Eisenbahnlinien ausbauen. So, wer ist denn hier gelevelt? Du? Okay. Und in Hamburg ist das medizinische Labor fertig. Die könnten eigentlich auch mal irgendwas für Dings gebrauchen. Für Nahrung. Aber die Fabrik ist natürlich auch geil. Kohle haben wir ja genug. Und wenn die Fabrik fertig ist, dann werden Sachen hierin extrem schneller produziert. Da dauert Infanterie auch keine 7 Runden mehr. Was macht eigentlich unser Flugzeugträger? Noch 2 Runden? Ja, super. Wir brauchen echt mal dann auch Flugzeuge eigentlich. Hier, komm, bau mal die Fabrik. So, mal gucken. Was forschen wir denn? Deutsche Panzer. Zerstörer. Das wäre schon mal nicht schlecht. Ich glaube, wir erforschen den Verbrennungsmotor wegen den Zerstörern und den deutschen Panzern. Ja, das machen wir. So, Artillerie, du willst schießen? Gerne doch. Tja, Geno, ich fürchte, das war's jetzt für dich. Ja, das war's. Das wirst du nicht überleben. So, und Geno gehört mir. Ich habe Informationen, die hilfreich sein könnten. Juhu, wir haben endlich unsere erste Stadt eingenommen. Und diese Stadt heißt Genua. Ich fass es nicht. Wir haben es tatsächlich geschafft, in unserem Singleplayer-Let's Play eine Stadt einzunehmen. Ich kann es gar nicht fassen. Oh mein Gott. Tja, dann würde ich mal sagen, nächstes Ziel, Kolhapur. Oder wie man das auch immer aussprechen will. So, dann regeneriert ihr euch mal. Du am besten auch. Du bleibst mal in Bereitschaft. Oh, Wein? Haben wir Wein schon? Ne, wir haben noch keinen Wein. Hammergeil, ein neues Luxusgut. Tja, jetzt könnte ich eigentlich als Belohnung mal eine Runde schmeißen, würde ich sagen. Ich glaube, das mache ich auch hier. Oder? Moment. Wie sieht es mit unseren Verbündeten aus? Belgrad? Ja. Helsinki könnten wir wieder zu unseren Verbündeten machen, aber ganz ehrlich. Ah, hier, komm. Bam. Infanterie. Und wisst ihr was? Das machen wir hier auch noch. Bam. So, tja, so kann es enden. Ein ehemaliger Verbündeter wird aufgelutscht und zu unserem Reich hinzugefügt. Ja, was willst du machen? Wären sie mit uns weiter verbündet geblieben, dann sieht das ja anders aus.
Was wird das schon wieder, Indien? Willst du mich eigentlich verarschen? Indien, du weißt, was jetzt für ein Landfeldzug kommt. Ich habe zwei große Generäle dabei. Ein Stadtstaat aufgelutscht wie nix. Du wirst mächtig viele Städte verlinkern. Ich würde es mir überlegen. Oh, Genua war ein Ziel von Belgrad, was man platt machen musste. Dann dürfen wir bei Belgrad ein bisschen beliebter sein. Aha. So, wer ist denn hier gelevelt? Du bist gelevelt. Da würde ich mal sagen, kannst du gleich mitkommen. Oh Mann, was für eine Armee. So, und unsere Hauptstadt braucht, wird auf jeden Fall Flugzeuge bauen. Wir können leider noch keine Bomber bauen. Ja, wir können immer schon mal Abfangjäger bauen. Die können ja, glaube ich... Ich glaube, die können auch Landeinheiten angreifen, aber sind extrem uneffektiv. Aber hier, ich sag mal so, in zwei Runden wird unser Flugzeugträger fertig. Wir brauchen Flugzeuge. Und darum kümmert sich jetzt mal Berlin. So, was haben wir denn hier? Das Kolosseum ist hier fertig geworden. Alter, Vater, ey, das ist natürlich hier ein Tempel. Machen wir einen Core-Speicher. So, wie machen wir es denn jetzt am besten? Was haben wir denn? Oh, ein großer Wissenschaftler? Na, das ist natürlich sehr gut. Oh, danke, Belgrad. Na, das ist natürlich nice. Technologie entdecken. Ja, würde ich mal sagen, suche ich mir jetzt mal eine Technologie aus. Was nehmen wir denn mal? Den Verbrennungsmotor erforschen wir, ja. Tja, was brauchen wir denn später? Die mechanische Infanterie. Dafür brauchen wir die Telegrafie. Schlachtschiffe könnten wir dann machen. Können wir unsere Panzerschiffe dann vielleicht... Ja, hier, ich nehme mal das hier. Ja, komm, nehmen wir mal das hier. Bam. Ich schickte einst einem Dutzend Freunde ein Telegramm mit der Nachricht. Haut sofort ab. Alles ist aufgeflogen. Sie alle verließen auf der Stelle die Stadt. So. So, ihr Infanterie, ich würde mal sagen, ihr verschanzt euch erstmal bis zur Heilung. Tja, was macht ihr denn? Hm, geht mir erstmal da raus. So. Ah, die Panzerschiffe kann ich zu Schlachtschiffen aufwerten. Okay, dann ist Zerstörer nochmal was extra. Ich dachte, Panzerschiffe entwickelt man zu Zerstörern weiter. Hm, und Fregatten bleiben Fregatten. Okay. Eieieiei. So, was ist das denn hier schon wieder, Alter? Gandhi, ohne Spaß.
Dieses Schiff wird nicht überleben. Vergiss es, Gandhi. Das kannst du knicken. Das ist mir scheißegal. Dann kriegt der Zerstörer halt einen auf den Sack. Das Panzerschiff. Also mein Panzerschiff. Aber der Zerstörer wird fallen. So. Tja, und ich würde mal sagen, nachdem wir Genua erfolgreich eingenommen haben, werden wir uns jetzt wieder dieser indischen Stadt hier widmen. Aber das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.